Herzlich willkommen zu unserer Solidaritätsaktion. Mein Name ist Corina Toledo. Ich bin die erste Vorstandsvorsitzende des Vereins Frau Kunstpolitik. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Valentina Fazio und Malika Gilgus, die die Leitung und die Moderation heute übernommen haben. Und Andromadrama, die uns auch musikalisch begleiten möchte. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei unseren Schirmpaten von unseren Projekten dieses Jahr, Frauen in Krisenzeiten, bei der dritten Bürgermeisterin, Frau Verena Dietl, die uns heute auch begleitet und ein Großwort zu sprechen wird. Genauso bei allen anderen Referentinnen, die heute sich hier die Zeit genommen haben und uns ihre Sichtweise zu dieser schrecklichen Thematik zu äußern. Ich bedanke mich auch bei Katrin Knöpfe, die auch ihre Kunstinstallation heute darstellen wird, thematisch passend eben zu unserer Solidaritätsaktion. Sie macht auch sichtbar damit, wie die frauenfeindlichen Strukturen in der Gesellschaft und im Staat sind. Ebenso haben wir in diesem Jahr mit Valentina Fazio in Zusammenarbeit und in Kooperation mit dem Migrationsbeirat die Kunstinstallation Rote Schuhe, die Mexikanerin Elena Chauveau ins Leben gerufen hat, um symbolisch darzustellen, dass wir an die Frauen, die ermordet worden sind, Femizide, Opfer von Femizide geworden sind, jedes rote Schuhepaar ist dann symbolisch repräsentiert, eine Frau, die nicht mehr unter uns sind. Auch eben an die Frauen, die verschwunden sind. Wir hoffen mit der Solidaritätsaktion, die im Rahmen von jedes Jahr stattfindenden internationalen Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, Jungen und Nonbinaren, die da diese Strukturen, frauenfeindliche Strukturen sichtbar macht, aber nicht nur das, wir kämpfen auch dafür mit den Frauen auf der Welt, dass diese Strukturen beendet werden. Vielen Dank an alle, die heute da sind und uns unterstützen und dazu beitragen, dass wir eine Welt ohne Terrorismus gegen Frauen und Mädchen erleben können. Danke.